Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein Video, was ich in der Vergangenheit bisher noch nicht so häufig gemacht habe. Aber ich habe jetzt bei verschiedensten YouTubern schon mal den einen oder anderen Kommentar gelesen. Beziehungsweise an der Stelle ist Mutlu, Grüße gehen raus, Vorreiter. Er hat nämlich, glaube ich, mal in einem Livestream selber über die Kosten der Projekte von anderen YouTubern gesprochen. Und ich werde das auf jeden Fall zu allen Fahrzeugen machen, weil wir haben natürlich Fahrzeuge im Bestand, die preislich da oben irgendwo sind, aber wir haben auch Fahrzeuge, die wirklich ehrlich sind, die definitiv, ja, günstig ist immer relativ, aber bezahlbar sind, aber umso mehr performen und abliefern. Und genau deswegen habe ich mir überlegt, wir machen heute mal reinen Tisch, was der Abarth eigentlich, so wie er da jetzt steht, gekostet hat. So, weil ich weiß, da die Summe wird von bis, also ich habe im Vorfeld mal ein bisschen rumgefragt. Jemand, der selber Tuner ist, der hat relativ schnell eine Zahl im Kopf, weil einfach alle Autos so viel kosten, wenn man sie tunt. Also so viel Geld geht in die Autos rein. Ich weiß aber auch, es wird aber auch den einen oder anderen denken, dass in den Arbeiten über 100.000 Euro gegangen sind und so weiter. Deswegen fangen wir einfach mal an. Ich teile euch einfach mal ein paar Preise mit. Diese Preise, ich sag's vorweg, nagelt mich nicht auf einen Euro fest. Bitte jetzt nicht danach bei Firma XY anrufen und sagen, ey, Philipp hat im Video gesagt, das kostet so und so viel. Ich habe mit Absicht nicht die Preise gegoogelt, sondern habe aus dem Bauch heraus entschieden, das und das und das kostet so und so viel, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es relativ nah dran ist. Wir sind selber ein Online-Shop, das heißt, mit Preisen kenne ich mich eigentlich ganz gut aus, um das einfach vorwegzunehmen. Und am Ende dürft ihr bei dem Ganzen noch nicht vergessen, hier ist kein Arbeitslohn mit drin. Das heißt, wir reden wirklich davon, wenn morgen einer genau das Auto so bauen wollen würde, der ein Jahr Zeit hat, was er an Geld bräuchte, um diese ganzen Teile zu kaufen. Fangen wir erstmal an. Erstmal muss ich sagen, Abarth 500, das alte Auto von meiner Frau, ist erstmal schon mal eine Basis, die absolut underrated ist. Definitiv. Es ist tatsächlich auch bei diesem Projekt so, wie es leider bei vielen YouTuber-Projekten ist, dass die Preise auch ein bisschen teurer werden, sobald solche Autos erstmal beliebt werden. Das heißt, aktuell, ich habe gerade reingeguckt, fangen diese Autos bei 7.000 Euro an. Zu Zeiten, wo ich mit dem Projekt angefangen habe oder wo wir auch für meine Frau so ein Auto gesucht haben, waren die Preise schon mal bei 5.000, 6.000 Euro. Also die waren schon mal einen Tucken günstiger. Kann auch daran liegen, weil sie jetzt nicht mehr gebaut werden, sind die schon ein bisschen teurer geworden. Das Gute ist, was ich euch an der Stelle gleich schon mal sagen kann, es ist wirklich komplett egal, welche Basis ihr kauft. Wenn ihr vorhabt, mit einem Auto das zu machen, wie ich gemacht habe, kauft den billigsten. Weil, wenn ihr gleich die Liste seht an Teilen, die wir alle ausbauen, sage ich, wird die Basis am Ende umsonst sein. Weil es gibt Sachen wie eine Abarth-Innenausstattung, einen Abarth-Auspuff, Felgen, Bremse, Auspuff. Das sind so viele Teile, die am Ende Geld bringen, weil der Abarth-Markt ist da. Es gibt genug Fiat 500, die umgebaut werden. Tatsächlich gibt es diesen Markt, hätte ich auch niemals gedacht. Ist aber so, weil selbst ich bin fast all die ganzen alten Teile los, weil sich immer einer gemeldet hat, ey, hast du das noch, hast du das noch, hast du das noch? Und ich konnte vielen Leuten eine Freude machen mit diesen Teilen, dass ich sagen muss, wenn man es genau nimmt und ihr kauft euch für 7.000 Euro eine Basis, bin ich der Meinung, kriegt ihr die vollen 7.000 Euro wieder raus und am Ende hat euch das Auto eigentlich nichts gekostet. Derjenige, der sich ein bisschen mit Gebrauchteilen auskennt, weiß, wie ich das meine. Die richtig guten kaufen einen mit einem leichten Unfaller für 4.000 Euro, haben die gleiche Anzahl an Teilen zu verkaufen. Egal, Basis ab 7.000 Euro, muss ich einfach sagen, ist ein fairer Preis, wo ich wirklich nicht wüsste, was man sonst so an Autos kaufen kann, damit man am Ende auf dem Level ist, wie der Abarth jetzt fährt. Weil man muss auch dazu sagen, als Beispiel kauft man jetzt Golf, BMW in den Preisregionen, da geht es ja erstmal los, dass ihr massiv Karosseriearbeiten machen müsst, um überhaupt erstmal eine Basis zu schaffen. Abarth fängt an, glaube ich, Baujahr 2007, das heißt, die sind noch nicht ganz so alt. Rost ist da kein Problem, das heißt, da hat man immer schon mal eine gesunde Basis. Und mit wenig Aufwand, aber das will ich jetzt nicht wieder komplett hochholen, dafür gibt es ja die ganzen Videos, mit wenig Aufwand sind wir 2 Minuten 5 auf dem Bilzer Berg gefahren. Das war auch die Zeit, wo das Auto noch low budget gebaut war. Das war das, was ich mit dieser Videoreihe euch rüberbringen wollte. Es muss nicht ein arschteures Auto sein, sondern man kann auch mit einem günstigen Auto mit den richtigen Umbauten schon echt viel Spaß haben. Und ich hatte wirklich Spaß. Ich werde es nicht vergessen, egal wen ich damit auf dem Bilzer Berg mitgenommen habe damals, die waren alle begeistert. Die haben alle gesagt, boah, das kann doch nicht sein, dass das Auto so fährt. Das waren damals 157 PS oder so. Hat vollkommen gereicht. Serienbremse, nur mit anderen Scheiben und Belägen. Hat gebockt, war geil. War nicht ganz so sicher. Natürlich ist ein Überroll
Bügel, Käfig, Hosenträgergurte immer besser. Aber es ist gefahren und es hat Spaß gemacht. Und der eine oder andere, der schon mal auf dem Bilzerberg war, weiß, wie man sich die Zähne ausbeißt, um überhaupt erstmal 2 Minuten 5 zu fahren. Aber okay, lasst uns einfach mal anfangen. Die Liste ist recht lang. Das heißt, wir gehen einfach jetzt alle Preise durch. Ich sage ein bisschen was dazu und am Ende gibt es die Abrechnung. Wir fangen einfach mal an mit Thema Basis schaffen. Jeder weiß, um eine Basis zu schaffen, brauchen wir erstmal ein gutes Fahrwerk. In dem Fall H&R RSSS bei mir drin, gibt es so zu kaufen für ungefähr 3.500 Euro. Dann geht es weiter Thema Bremse. Mittlerweile natürlich High-End in dem ABBA drin, AP vorne von 55 Parts, ungefähr 3.000 Euro. Bremse hinten, auch AP, ungefähr 1.500 Euro. Muss ich sagen, ist definitiv das Geld wert. Kurz noch vorweg, ich rechne jetzt natürlich nicht rein die Evolutionsstufen des Autos schon, weil alle Teile, die ich da bisher eingebaut habe, konnte ich danach auch genauso wieder verkaufen. Da ist jetzt ja nichts kaputt gegangen, wir hatten ja bis heute noch keinen Motorschaden und nichts. Ich habe es vorher mit Bremsen probiert, die man selber zusammenkonstruiert. Das heißt, ich habe einen Alfa Romeo Sattel gekauft, habe den pulvern lassen, habe Belege dafür gekauft, habe Töpfe für die Scheiben machen lassen, habe ein paar Tarox Reibringe gekauft, war am Ende bei 2.000 Euro, 1.800 Euro. Und ihr erinnert euch, dreimal um eine Kurve gefahren, Pedal ist runtergefallen, weil die Bremskolben sich immer zurückgedrückt haben. Seit dem Problem weg, ist einfach das Geld wert, einfach geil. Nächster Punkt, Querlenker vorne, 800 Euro. Ich habe vorne von DNA ein paar Querlenker drin, die sind komplett univall und einstellbar. Ist essentiell wichtig, weil durch diese Einstellmöglichkeit könnt ihr sowohl das Rad rausstellen, wegen Sturz, ihr könnt das Rad nach vorne oder hinten schieben für Nachlauf, als auch generell links, rechts unterschiedlich einstellen, um das Auto erstmal gerade hinzustellen. Dann hinten, boah, das waren wirklich 400 Euro, die haben wehgetan, die Uniball-Lager in der Hinterachse. Das heißt, man hat links und rechts ein Lager, das ist einfach nur ein Uniball-Lager. Die Kackdinger haben 400 Tacken gekostet, das war definitiv schon eine Nummer. Aber dadurch Hinterachse, das sind die einzigen beiden Lager an der Hinterachse, schon ist die ganze Hinterachse Uniball gelagert. Dann geht es weiter, Motor, Getriebelager, 400 Euro. Das heißt, ich habe einmal ein Getriebelager-PU und ein Motorlager-PU und eine Domstrebe unten. Drehmomentstütze im PU. Oh, gab heute Chinese zum Mittag. Chinesisch, nicht Chinese. Die 4 Getriebehalter, also Drehmomentstütze etc. 400 Euro. Auch unbedingt wichtig, weil wenn ihr erstmal Leistung X habt, ich würde sagen so ab 200 PS, merkt man einfach auf der Rennstrecke, wie dieser Motor da vorne sich drin bewegt. Und ein bewegender Motor ist nie gut für alles. Für alle Anbauteile, sei es Schläuche, Leitungen, sei es für die Schaltung. Das Ding muss da schon einigermaßen starr drin sitzen. Dann geht es weiter. Ein Punkt, der in meinen Augen wirklich wichtig ist, habe ich früher anders drüber gedacht, mittlerweile schon, weil die Autos werden einfach verdammt schnell. Und ich glaube, dass kommt auch, wenn man den einen oder anderen Crash miterlebt, dann fängt man an, das drüber nachzudenken. Käfig, 3.700 Euro. In meinem Fall ein Schraubkäfig von der Firma Wichers, der zwar schon in dem Fahrzeug gebaut wurde, das bietet Wichers aber schon so an. Mit Dachkreuz, mit Türkreuz, mit Kreuz im Hauptbügel, so wie sich das Reglement gerne wünscht, kann ich nur empfehlen, denkt einfach an eure Sicherheit. Natürlich ist da immer Zwiespalt zwischen Straßen zugelassen und Sicherheit. Aber ich kann euch sagen, Sicherheit muss immer an erster Stelle stehen. Auch wenn man sich einredet, ey, ich bin so cool, ich kann so gut fahren, es passiert nichts. Aber ich werde es nie vergessen, Rolf hat immer zu mir gesagt vom Bilzerberg, einen Unfall plant man nicht. Das heißt, denkt einfach an diesen Käfig, ist einfach wichtig. Genauso wichtig ist Thema Sitz. Einer der krassesten Punkte beim Umbau, den ich gemerkt habe, ist von dem Seriensitz, was beim Abarth ja auch schon ein Sportsitz ist, auf eine Recaro Pole Position. Das war wie, gefühlt ist man 3 Sekunden schneller gefahren mit doppelter Sicherheit. Man muss einfach, wenn man ein Auto spüren will, kann man nicht so in dem Sitz drin sitzen, sondern man muss einfach merken, was das Auto macht. Und das geht natürlich am besten, wenn man diese krasse Kontaktfläche vom Körper zum Auto hat. Das ist einfach so. Das heißt, Thema Sitz ist auch ein Sitz. Thema Sitz ist auch eine Thematik, die ist wichtig, wenn ihr richtig schnell sein wollt. Also, jetzt habe ich ja das nächste Upgrade, einen Ohrensitz und eine Konsole von Daniel Animal Racing. 2.500 Euro, viel Geld für nur einen Sitz, aber Thema Sitz
ist das zweite Teil nach dem Käfig in Kombination mit den Gurten. Das zweite Teil nach dem Thema Käfig mit den Gurten, was einfach das A und O ist. Ich finde sogar für mich persönlich noch wichtiger fast, weil ich sag euch, wenn man sich einmal in ein Auto mit einem guten Sitz setzt, fühlt es sich einfach gleich schon sicherer an. Ist einfach so. Jetzt geht's los mit Thema Motor und Elektrik. Das ist definitiv von allem das teuerste, aber immer noch im Verhältnis, würde ich sagen, human. Das heißt, wir fangen an. Display, das ADU, was ich drin habe, 1.100 Euro. Viel Geld dafür, dass es eigentlich nur ein bisschen was anzeigt und nicht schneller macht, aber es macht auch da wieder Sicherheit, aber Sicherheit in Form für den Motor, weil ich halt alle Werte habe. Thema Steuergerät, klar, Max ECU mit den ganzen Sensoren dazu, mit den ganzen Elektrik-Drucksensor, Lambda-Sonde, Abgastemperatur-Sonde, dies, das, jenes, müssen wir auf jeden Fall 2.000 Euro rechnen. Alles andere macht auch keinen Sinn, weil alleine die ganzen Features, die ich durch dieses Steuergerät habe, die ich auf der Rennstrecke brauche, wie Boost by Gear, wie Abschaltung, wenn irgendwas nicht passt, das heißt, wenn Wassertemperatur zu hoch ist, Öltemperatur zu hoch ist, Öldruck zu wenig, habe ich alles schon gehabt. In dem Moment macht das Steuergerät einfach nur zu, ihr rollt aus und ab Drehzahl X könnt ihr wieder Gas geben. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr ausrollt und auf einmal im Kiesbett steht, sondern einfach nur, man schont den Motor maximal und schiebt quasi das Drehzahlfässer immer weiter nach unten. Dann die Lightbox-Batterie mit 1.700 Euro. Die habe ich da drin wegen der FIA-Zulassung. Das heißt, normalerweise bräuchte ich immer einen externen Killschalter für die Batterie. In dem Fall ist einfach ein Kabelbaum mit dran und ich habe zweimal im Innenraum und außen einen Ausschalter. Und spart brutal Gewicht. Sind in dem Fall, glaube ich, 15 Kilo oder so. Dann geht es weiter mit dem Wagner Luftkühler, 700 Euro, der auch einen Bombendienst macht bis heute. Wir haben Ansauglufttemperaturen von 30 Grad. Auf jeden Fall alles cool. Wasserkühler kommt tatsächlich aus unserem eigenen Hause, ist aus Alu, für den Abarth 200 Euro. Dann Thema Turbolader. Da muss ich definitiv sagen, hierbei handelt es sich um ein Upgrade. Das heißt, ihr müsst theoretisch einen alten Garrett-Lader einschicken. Dann kostet dieser Upgrade auf den aktuellen Stand 1.500 Euro. Dann ist von HRE ein anderer Krümmer drin, eine Gusskrümmer, 1.200 Euro. Und ein weiteres Teil, was auch echt zu Buche schlägt, aber bisher funktioniert und Leistung bringt, auch wenn ich erst panisch ein bisschen Angst hatte, dass sie undicht wird, 1.800 Euro die gedruckte HRE-Ansaugbrücke. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist in Holzkasten gekommen, da ist eine 3D-gedruckte Ansaugbrücke drin. Man kann durch dieses Druckverfahren einfach die Brücke perfekt gestalten. Und ich hatte immer Angst, dass der Druck kaputt geht, sage ich auch ganz ehrlich. Bisher jegliche Undichtigkeiten, die ich aber gefunden habe, waren eher Eigenverschulden. Das heißt, neulich zum Beispiel war eine Durchgangsbohrung zur Rail, wo man natürlich, also klar, man hätte es natürlich ohne Durchgangsbohrung konstruieren können, aber genauso kann man natürlich auch ein bisschen Dichtmasse nehmen, wenn man die Schrauben einsetzt, dass es da einfach dicht ist, deswegen bisher keine Probleme. Dann habe ich von GTEC eine Kupplung drin, 900 Euro, ein Satz Pleuel aus unserem eigenen Haus 500 Euro. Dann haben wir Stehbolzen für den Zylinderkopf 200 Euro, Ventilfedern 300 Euro, Nockenwellen 700 Euro, eine größere Ölwanne mit mehr Volumen 450 Euro, dann 400 Euro Material für die Titan-Downpipe, 800 Euro für den Rest des Auspuffs in Edelstahl. Jetzt ein großer Punkt, wo ich aber wirklich auch immer sagen muss, das lohnt sich, ein Sperrdifferential von der Firma Drexler. Ich bin mittlerweile viele Sperren gefahren. Neulich hatte ich wieder ein Erlebnis, ich bin auf dem Polybauer Track Day von Christian in Honda Type R gefahren, fahre eine Runde damit und sage, ey Christian, hast du jetzt eine Drexler-Sperre eingebaut? Weil ich war das Auto da ein Jahr davor mit einer anderen Sperre gefahren. Ich kann euch bis heute nicht sagen, warum, aber jeder, der schon mal gefahren ist, bei einem Vorantriebauto, wird mir zustimmen. Die wissen einfach, was sie da machen. Das funktioniert einfach richtig geil. Dafür, dass egal welche Sperre man kauft, sie mindestens 1.200 Euro kostet. Also 2.000 Euro klingt brutal viel für eine Sperre, ist auch brutal viel Geld. Aber die Mehrkosten da lohnen sich schon. Weiter geht es. Benzinpumpe 200 Euro, 4 Einspritzdüsen 300 Euro. Und schon haben wir den Motor eigentlich soweit zusammen. Dann habe ich nochmal einmal aufgeschrieben, Verschleißteile 1.000 Euro in Summe. Für alles, was man so kauft, sei es Radlager, sei es Keilriemen, Zahnriemen, so ein bisschen Firlefanz muss man ja schon kaufen, ne? Kolbenringe, Pleuellager, 1.000 Euro, denke ich mal, sind da ganz gut bemessen. Thema Bremse hatten wir vorhin ja schon. Dann kommt allerdings noch dazu, ich habe ja die Waagebalken komplett selber gebaut. Beziehungsweise Phil hat mir die gebaut. Dafür muss man in der Mitte das Waagebalkenteil erstmal kaufen. Das kostet mit der Verstellung 300 Euro. Plus zwei Hauptbremszylinder A 200 Euro. Nochmal 400 Euro.
Dann geht es weiter mit Course Retail. Ja, da sind wirklich eigentlich billige Sachen dran. Der ein oder andere hat auch schon mal hier die Spaltmaße bemängelt. Das ist ein einziger Punkt, der mich an dem Auto stört mittlerweile, weil bei mir fährt bis heute das Auge mit. Damals war keine Zeit bzw. noch nicht so der Fokus drauf, weil für mich stand eher im Fokus, schnell fertig zu werden, weil es ist halt leider so, dass meine Projekte durch diese Detailliebe ein bisschen länger brauchen. Ich hätte vorm Lackieren alles einmal zusammenbauen sollen, alle Kanten einmal richtig schön mit einem Klotz schleifen, dass wirklich Spaltmaße geil sind, ist halt leider bei Carbon-Teilen so. Das habe ich leider nicht gemacht, deswegen ist es hier und da nicht ganz so perfekt. Ich habe eine universelle Lippe drunter vorne, die kostet 150 Euro. Dann die Carbon-Verbreiterung. 600 Euro, Motorhaube 700 Euro, Heckklappe 800 Euro, die beiden Türen 1800 Euro, der Spoiler hinten aus England 400 Euro, dann von Grob Racing die ganzen Makrolonscheiben, jeden Cent wert, bis heute keinen einzigen Kratzer, ich weiß einfach nicht, wie es geht, aber die Jungs können das einfach. 900 Euro, absolute Empfehlung, dann der Carbon-Diffusor für 600 Euro. Jetzt habe ich hier noch ein Teil, was eigentlich zum Motor gehört, die Wassermethanol-Einspritzung. In dem Fall ohne Controller, weil wir steuern die einfach über das Motorsteuergerät. Heißt 300 Euro für die Pumpe und die Düsen. Jetzt kommt noch dazu Felgen. 4x ProTec, 7,5 und 9x17, 1100 Euro. Und dann braucht ihr als letztes noch 4 Slicks. Die liegen aktuell ungefähr bei 1000 Euro. So, das ist alles, was in dieses Auto reingegangen ist. Jetzt überlege ich kurz, habe ich irgendwas vergessen? Nö. Ich würde schon sagen, achso, ja, doch, natürlich. Natürlich habe ich noch vergessen, Thema Lackierung. Ist eine Thematik, ich will keinem Lackierer jetzt auf die Füße treten, weil da gehen die Preise von hier bis da. Man hätte es von der Theorie her auch nicht lackieren müssen, weil Rennsport ist eigentlich Folie. Das heißt, alle anderen hätten die Teile daran geklatscht und hätten am Ende ein Design drauf gemacht, fertig. Deswegen lassen wir das außen vor. Genauso natürlich die Sattelarbeiten von Ron. Sind wir wieder beim Thema, das Auge fährt mit. Man braucht im Rennsport kein Alcantara-Armaturenbrett, man braucht kein Alcantara-Lenkrad und so weiter. Deswegen lassen wir die Sachen einfach auch mal außen vor, weil sie definitiv nicht schneller machen in dem Moment. Aber wir sind in Summe aktuell, haltet euch fest, bei 42.000 Euro und 42.800 Euro. So. Das heißt, roundabout zwischen 40.000 und 45.000 Euro sind in dieses Auto in Teilen geflossen. Einen letzten Punkt müssen wir jetzt leider noch on top rechnen. Der ist von allen Sachen am teuersten und das ist von Conti das Renn-ABS mit ungefähr 7.000 Euro. Ist brutal viel Geld, habe ich damals auch in dem Video gesagt, dass man sich das gut überlegen muss. In meinem Fall war es so, das ABS war schon ausgebaut. Das heißt, ich habe keine Referenz dazu, wie gut das originale ABS in dem Moment noch funktionieren würde. Ich kann nur sagen, dass das Conti ABS definitiv perfekt funktioniert und für mich das Richtige ist, weil ich kann selber ein bisschen dran abstimmen und konfigurieren. Ich kann mir Daten für mich als jemand, der wirklich gerne misst, Daten aufs Display holen, dass ich sowohl das ABS-Regeln sehe, als auch die Bremsdruckverteilung sehe. Und ich werde durch dieses ABS einfach verdammt viel schneller und schlauer. Und dabei geht es mir bei diesem Projekt eigentlich. Bei diesem Projekt ging es mir von vornherein dabei, euch zu zeigen, was man aus dem Auto machen kann. Dann kippte das Ganze nach und nach. Und ich selber habe gemerkt, boah, das ist ganz was Neues. Da kann man richtig was lernen, auch für mich, der sonst nur gewohnt ist, geradeaus zu fahren. Und für diesen Aspekt ist das ABS einfach auch wieder ähnlich wie eine Zelle, ein Sicherheitsaspekt, der sich auf lange Sicht rechnet. Also als für mich feststand, der Abarth wird der Abarth, war einfach ein ABS-Pflicht, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kostenintensiv das auch mit Thema Reifen wird, mit Bremsplatten. Ohne ABS nur einmal zu schnell in eine Kurve rein, Gefahrenbremsung oder man erschrickt sich, bumm, zwei oder vier Reifen platt. Das wird halt auch teuer. Egal, ich will es jetzt auch nicht schön rechnen, 7.000 Euro sind 7.000 Euro, ist viel Geld, die müssen wir noch on top zählen. Und dann sind wir bei 49.800 Euro. Knapp unter 50 Mille, die der Abarth in Sachen Tuning kostet, wie er da steht. So, das ist nicht wenig, das ist aber auch nicht viel, finde ich. Weil jeder, der schon mal ein Auto getuned hat, weiß, wie viel Geld in jedes Auto reinfließt, weil ein Großteil der Sachen, die ich hier aufgezählt habe, würde genauso in den BMW gehen, würde genauso in den Golf gehen, würde genauso in den Opel gehen. Natürlich, ihr könnt euch für 150 einen GT3 kaufen oder für 100 einen Cayman GT4, da braucht ihr nichts machen, aber da kommen dann irgendwann Wartungskosten, die es halt wirklich in sich haben. Die Wartungskosten hier sind wirklich überschaubar. Das Auto ist jetzt so krass getuned, dass ich einfach sagen muss, dass
man fährt niemals auf 105%, sondern eher auf 80 oder 90%. Und diese 80 oder 90% machen natürlich die Wartungs- und Verschleißintervalle. Ich erinnere euch an das letzte Video, Salems Rennmotor. Wenn ich das mit dem Auradmotor machen müsste, dann hätte ich gar keine Zeit mehr, dieses Video hier zu machen. Der Motor ist immer noch so, wie er am ersten Tag lang war. Deswegen kann ich von mir sagen, 50.000 Euro Tuning für den Abarth, so wie ihr ihn kennt, so wie er da jetzt gerade steht, viel Geld, definitiv. Aber mein Ziel ist es ja, mit dem Auto irgendwas in dem Bereich von 1 Minute 50 auf dem Bilzer Berg zu fahren. Ich behaupte, für 50.000 Euro gibt es definitiv kein anderes Auto, was da 1,50 fährt, außer es ist ein altes Formelauto, was man kauft, oder ein altes Rennauto, was man kauft. Aber Autos, die ich jetzt einfach mal Auto nenne, weil sie ursprünglich mal ein Straßenauto waren, ich weiß gar nicht, was kostet so ein TCR-Golf, wie ein Dirk zum Beispiel fährt. 100.000 kostet TCR. Nico sagt gerade 100.000 Euro. Ja. Stimmt, hat er ja auch erzählt, aber netto. Da kommt Steuer on top. Ich habe übrigens mit Absicht natürlich, wenn jetzt ein Tuner sich so ein Auto aufbauen würde, könnte er von all diesen Preisen nochmal 19% ziehen, weil er die Teile netto einkauft. Das waren jetzt alles schon Bruttopreise mit 19%. Stimmt, das war's, hatte Dirk erzählt. 100.000 Euro kostet der nur. Allerdings dann, ich glaube, in der DSG-Variante. Und genau, DSG 95.000 Euro, sequenziell 115.000 Euro. Ja, genau. Plus Steuer. Also 95 DSG, 115 sequenziell plus Steuer. Ja. Egal, ich wollte euch einfach nur einen Überblick geben. Ich bereue wirklich keinen einzigen Cent. Mir wurden auch schon Gelder für das Auto geboten, wo ich wahrscheinlich zwei hätte von bauen können mittlerweile. Aber das ist mein Auto, beziehungsweise Kimmys altes Auto. Was wir zusammen da für eine Reise gemacht haben mit diesem Auto, bin ich wirklich sehr stolz drauf. Weil in Anführungsstrichen mit Ansage von Null anfangen, also ihr seht jetzt auch, natürlich ist es nicht mehr der Low-Budget-Abarth. Sollte es aber auch gar nicht, aber es hat definitiv mit Low Budget angefangen. Das muss man definitiv sagen. Guckt euch die ersten 10 Folgen an. Die waren alle stückchenweise, stückchenweise, stückchenweise. Das, was jetzt noch kommt, ist definitiv der so langsam professionellere Bereich, einfach weil es so gebaut ist. Ich freue mich tierisch drauf. Ich lerne extrem viel dadurch, sowohl fahrerisch als auch technisch. Es ist unglaublich, wie ich mittlerweile selbst einen Gefühl dafür entwickle, was in Sachen Fahrwerk so geht. Heißt Stabi-Weich, Stabi-Hart, Einfederweg, Ausfederweg, Dämpferraten, Federraten. Ich bin einfach jemand, der nicht den Profi auf sein Auto setzt und sagt, fahr mal, mach mal. Könnte ich mir einfach gleich ein GT3 kaufen. Nee, ich will es selber verstanden haben, genauso wie mit dem Abstimmen. Ursprünglich habe ich angefangen und habe immer Sascha meine Autos abstimmen lassen. Freiprobierbare Steuergeräte Christian in Berlin. Ich war aber immer jemand, der gesagt hat, nee, ich will es selber können, ich will es selber lernen. Ich will etwas davon haben, dass wir uns das hier jeden Tag alles antun. Und das klappt gut. Deswegen kann ich auf jeden Fall jetzt mit einem Grinsen aus diesem Video gehen. Ich hoffe, für euch war es informativ. Liebend gerne, wenn einer von euch eine Artikelliste haben will mit Artikelnummern, ist überhaupt kein Problem. Ich mache da gar kein Geheimnis draus. Schreibt mir eine E-Mail, sage ich euch, wie, wo was verbaut ist. Tschüss, danke und bis zum nächsten Mal.